Heute erstellen wir in DigPilot ein Projekt für ein ebenes, flaches Projekt ohne Begrenzung. Starten Sie einen Bagger und DigPilot und gehen Sie ins Fenster Graben beginnen. Bitte überprüfen Sie wie immer, ob die Maschine richtig auf dem Bildschirm dargestellt wird und ob der Ausleger, der Arm und der Löffel richtig abgebildet werden. Gehen Sie ins Menü und erstellen Sie ein neues Projekt. Wählen Sie Erstellen im Programm und tippen auf Weiter. Wählen Sie aus der Liste Ebene und tippen Sie dann wieder auf Weiter. Geben Sie einen Projektnamen ein, damit Sie das Projekt in Zukunft wiederfinden. Tippen Sie danach auf Weiter. Über Vermessungspunkt können Sie einen Referenzpunkt am Löffel abnehmen. Wählen Sie diesen Punkt aus und tippen Sie wieder auf Weiter. Ihnen werden die Koordinaten des Löffels angezeigt. Bitte beachten Sie, welcher Messpunkt am Löffel ausgewählt ist. Drücken Sie Weiter, um die Löffelhöhe zu akzeptieren und Ihre Arbeitshöhe einzustellen. Sie haben jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, ob die Sollhöhe unter Ihrer Bezugshöhe aus dem letzten Schritt liegen soll. Geben Sie hier gegebenenfalls die Tiefe ein oder übernehmen Sie die 0 Meter und tippen Sie auf Weiter. Ihre Höhenkoordinate wird jetzt angezeigt. Sie können diese bearbeiten oder akzeptieren. Bestätigen Sie mit dem Speichern-Button. Jetzt befinden Sie sich wieder im Arbeitsmodus und können mit Ihrer Grabung beginnen.